Ja, ahoi und ganz herzlich willkommen, liebe Leser, liebe Zuschauer, hier auf reizdarmtherapie.net. Mein Name ist Thomas Struppe, ich bin Psychologe und Sporttherapeut, arbeite hier in eigener Praxis in Ostsachsen, was ihr wahrscheinlich schon am Dialekt erkannt habt, und leide seit nunmehr fast 17 Jahren unter einer chronischen Darmerkrankung. Das bedeutet, ich kann eure Sorgen und Nöte wahrscheinlich ziemlich gut nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin, vielleicht sogar etwas besser, als es mir wirklich lieb ist, denn ich war lange Zeit ein sehr schwerer Fall. 2013 begann ich dann erstmals meine praktischen Erfahrungen, aber auch die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Recherchen öffentlich im Internet zu teilen. Und das Ganze rief tatsächlich eine sehr positive Resonanz hervor. Also das Ganze war positiver, als ich mir das jemals erdacht hatte. Täglich erreichen mich immer noch sehr viele Mails. Und daraus wuchsen dann unterschiedliche Projekte, unter anderem eben der Blog, auf dem ihr gerade lest oder surft, auf der anderen Seite ein YouTube-Kanal, ich durfte inzwischen mehrere Fachartikel für verschiedene Zeitschriften veröffentlichen und natürlich habe ich auch den Schwerpunkt chronische Verdauungsstörungen bzw. chronische Darmerkrankungen hiermit in meine psychotherapeutische Praxis integriert und arbeite schon lange Zeit inzwischen mit Patienten mit eben diesem Problemfeld. Der Blog bzw. dieses Projekt hat das Ziel, euch möglichst aktuelle Informationen zu liefern, wie ihr mit dieser Erkrankung umgehen könnt, denn vieles ist tatsächlich inzwischen in der Wissenschaft relativ begründet, hat allerdings noch nicht seinen Weg in die Arztpraxen gefunden, zu den Ernährungsberatern und so weiter und so fort. Und ich denke, wichtig ist zu erwähnen, auf der einen Seite natürlich, dass ich selber betroffen bin, also nichts anbiete, von dem ich nicht wirklich überzeugt bin, da es mir selber lange Zeit so ging und ich auf der Suche war. Auf der anderen Seite hier nichts von irgendwelchen finanziellen Interessen geleitet ist. Das bedeutet, alle Informationen, alle Videos etc. sind komplett kostenfrei. Das ist mir ganz besonders wichtig zu erwähnen. Es gibt auch keine Firmen, die da irgendwie ihre Finger im Spiel haben für Werbung, Marketing etc. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass ihr eure Beschwerden in den Griff bekommt. Nutzt diese Informationen auf der Homepage, im Blog, aber natürlich auch im Beginnerleitfaden. Man kann diese Erkrankung tatsächlich besiegen. Man kann sie zumindest befrieden, so dass man viel erträglicher durchs Leben kommt. Ich möchte jedem von euch Mut machen. Packt die Dinge an, lest euch das durch. Ich habe natürlich immer alles mit Quellen verlinkt, so dass ihr einfach schauen könnt, okay, was erzählt ihr da? Ist da wirklich etwas dran? So, jetzt wünsche ich euch allen ganz viel Glück und ganz viel Freude natürlich auch hier beim Lesen des Blogs und natürlich auch beim in die Praxis umsetzen. Alles Liebe und Gute. Tschüss.